Genau, Fire Seed. Kostet 1250. Das Ding hier, das scheint immer stärker zu sein als das andere. Spell Power scales with Hollowing. Aber guckt mal jetzt euch die Werte an. 150 bei dem, 165 bei dem. Unabhängig davon, wie viel Hollowing ich habe anscheinend. Und der Bonus-Effekt, der hier hat einen A-Wert. Da unten. Da. Für Feuerbonus. Influence of Face and Intelligence. Ja. Hat es einen A-Wert. Und das Ding hat einen S-Wert. Und S-Wert ist besser als A, wenn ich das richtig verstanden hatte. Das heißt, eigentlich sollten wir das Ding aufstufen. Das Ding ist aber schon plus 1. Und ich weiß nicht, ob diese Fire Seeds begrenzt sind. 3 könnten wir bei ihr kaufen. 3 Flash Sweat. Iron Flash will ich nicht. Gift wollte ich testen. Combustion. Das könnte eine interessante... Also wenn es das ist, was ich denke, was ist, was wir auch schon haben, ist das so eine Art Flammenwerfer. Be safe. Testen wir einfach mal. Ich gehe mal zum Leuchtfeuer. Dieses Feuerding rüste ich wieder aus. Ding, ding, ding. Da. Und zwar... dich. So. Dann will ich Pyromantie-Zauber, gehe in das Anfangsgebiet und greife damit einen Gegner an und gucke, wie viel Schaden er macht. Danach wechsle ich die Pyromantie-Flamme und gucke, ob die andere selbst in Unhollow-Zustand mehr Schaden macht. Das klingt nach dem Plan. Also, Combustion. Und Fireball. So. Oh, warte. So, jetzt kann ich mit der rechten Maustaste zaubern und mit der linken auch zaubern. Das sollte ich aber nicht unbedingt auf unsere NPCs hier machen. Also. Was? Kann ich nicht? Wieso? Achso, ich muss den Zauber jedes Mal wechseln. Das ist ärgerlich. Ich hätte gerne 2 Slots. Also wir haben jetzt hier nur oben für alle Sprüche. Das heißt, ich müsste hin und her switchen. Oh, und ich muss jetzt linke Maustaste drücken für dich. Und recht wechseln und dann rechte drücken. Uff. Ja, okay. Und du? Ah, das ist ein sehr mickriger Flammenwerfer. Okay, wir haben das Ding noch nicht aufgestuft, aber... Boah, okay. Gut, testen wir mal. Travel. Hm. Ach, komm, hier im Wald. Oh, und ich könnte vorher schon die zweite Hand ausrüsten. Ich habe noch eine bessere Idee. Wir rüsten in der linken Hand die eine Hand und in der rechten Hand die andere Hand. Geht das? Okay. So. Yeah! Gib ihm! Also die rechte Hand ist die dunkle Hand. Die böse rechte Hand. Und die linke Hand ist die gute Hand. Dann nehmen wir jetzt einen Feuerball und schmeißen mit links. Machen 230 Schaden. Was ordentlich ist. Und mit der rechten Hand haben wir gar keinen Schaden. Was? 88. War das jetzt wegen dem Gegner oder war das wirklich, weil wir fast gar nicht gehollowed sind? Zweimal getroffen? Hm. Also ich müsste jetzt theoretisch 10, 20 Mal sterben und dann gucken, wie viel Schaden ich mache. Okay, probieren wir mal das andere aus. Husch. Da haben wir jetzt gerade keine Gegner mehr gleich. Oh. Kopfschuss. Achso, rechte. Na, auch kein One-Hit.
Linke gleich wesentlich mehr. Heilung. So. Problem ist, sie scheinen wirklich unterschiedliche Attribute zu haben. Also je nachdem, was für eine Waffengattung sie haben. Nehmen wir mal jetzt so einen Schildtypen hier. Den werde ich mit einem linken One-Hitten können. Haben wir noch irgendwo einen Schildtypen? Nee, du bist ein Axttyp. Du bist wieder was anderes. Au. Okay, links. Nee, auch One-Hit. Und so rechts? Kein One-Hit. Nö. Also der rechte hat zwar in der Anzeige bessere Stats, aber die hat er wohl nur, wenn wir wirklich maximal hollowed sind. Und dann haben wir nur 50% der Lebenspunkte. Das mag für einen Hardcore-Spieler, der richtig gut ist, super sein. Weil er wird halt nie getroffen oder fast nie. Aber ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube, ich nehme lieber die gute linke Hand als die böse rechte Hand. Ah, falsche Richtung. Das heißt, Equipment. Du weg. Du kannst ruhig da bleiben. Der Schaden war okay, wenn man denkt, dass das ganze Ding nur plus 1 ist. Und unser Stab inzwischen plus wie viel? Plus 8. Das heißt, wir benutzen die 48.000 Seelen jetzt, um die Hand mal aufzustufen. Da, Travel, Majula. Jo. Und ich muss immer noch gucken, welcher von beiden Magiern jetzt günstiger ist beim Aufstufen, falls es da Unterschiede gibt. Also entweder der alte Meister oder die Schülerin. So, Zauberstab. Ne, sie war 1250, glaube ich. Erstmal kaufen wir die drei da auf. Ja. Dann kaufen wir die Sprüche auf. Damit wir sie haben. So. Blitzschweiß. Jo, den will ich nicht. Reinforce. 1250. So. Reinforce. 1250. Okay, macht keinen Unterschied. Dann einmal aufstufen, bitte. Einmal aufstufen, bitte. Oh, das skaliert gar nicht. Also es braucht nicht 2 und 3 und 4 und dann höhere Stufe. Es geht immer, immer wieder. Okay. Fire Seed. Können wir bei dir auch noch ein Fire Seed kaufen? Nee, können wir nicht. Können aber noch mehr Sprüche kaufen. Und die tollen Kräuter. Kauf mal. Ja. Young people, do not take my teachings lightly. So. Jetzt machen wir mal einen auf Pyromant. Tune. Wir nehmen jetzt nochmal den Feuerball. Wir nehmen nochmal den da. Wir nehmen nochmal den da. Und dann reisen wir jetzt irgendwo hin, wo wir wissen, dass wir Viecher one-hitten. Wo waren wir eben gerade? Bei diesem Huntsman-Cops. Da. Da wissen wir, die normalen Jungs konnten wir mit dem allerkleinsten Zauberspruch, den wir haben, one-hitten. Die Bogenschützen konnten wir nur knapp nicht one-hitten. So, ich nehme jetzt einen Feuerball. Und tu so, als wenn ich Richtung Skelett-Lord-Boss laufen würde. Kaputt. Das waren die One-Hit-Jungs. Da oben ist ein Bogenschütze. Au. Ist schon mal ein Ticken langsamer als unser Spruch. So, du bist du jetzt... Au. Oh. Dafür sind auch die ein One-Hit. Okay. Also ist schon mal stärker als unser einfachster Zauber. Gut. Woran könnten wir das jetzt noch testen? An den großen, dicken Jungs, die diese Nuklearwelle schmeißen. Nuklear ist nicht schwarz. An die großen, dicken Jungs, die schwarze Wattebäusche schmeißen. Da brauchen wir 3 von unseren allergrößten Zaubern. Hey, du bist immer noch da, warte mal. Pight, the man with a strange ring. Watch out for us. And don't you believe I'll find the common foot bad.
and put an end to his roguery. Ja, töten hilft immer. Oh, Fistpump. Pite. Ja, okay, das kennen wir schon. Danke. Ja, 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 ja. Travel. Harvest Valley. Welcher davon ist der mit den großen Jungs? Guck mal hier hin. Ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. Links von uns müssten zwei davon sein. Zwei ist jetzt eigentlich nicht so gut. Aber okay. Spam. Zwei. Drei. Vier. Knapp fünf. Also, es wird so gut sein wie unser normaler großer Spruch. Also... Nimm, 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 nimm. Der da. Davon haben wir allerdings 16 Anwendungen. Und von dem Feuerball sind es immer nur... Achso, 9. Ja, okay. Die Sache ist, die Pyromantie skaliert mit unserer Flamme. Unsere Flamme ist noch nicht plus 8 wie unser Stab. Das ist ein Punkt. Anderer Punkt ist, Flammenangriffsbonus, der da, kommt von, wie kann ich das sehen? Gar nicht. Ich glaube, es war von Int und Faith. Da. Also das kann ich nur beim Level absehen, was das beeinflusst. Mist. Okay, aber das würde dann noch mehr dazu hintendieren, dass wir den doch Glaube steigern. Damit unsere Pyromantie stärker wird und wir eher Pyromant werden und wir auch die Hexdinger aussprechen können. Aber ich weiß nicht so recht. Ich glaube, das sind die großen Unterschiede, die man jetzt machen kann. Entweder man kriegt jetzt die Waffenskills hoch und benutzt dann irgendeine Waffe, die man verzaubert, falls die Zauber alle sind, und macht so auf verschiedene Arten Schaden. Also erstmal hat man die großen Seelenspeere und was weiß ich. Und wenn die irgendwann alle sind, benutzt man ein Schwert und ein Rapier, verzaubert das und dann passt das auch. Das ist der eine Weg, den ich so sehe, den man gehen könnte. Der andere Weg wäre, wir setzen die Punkte, die wir bei dem einen Weg in Stärke und Dex gesetzt hätten, in dem neuen Weg, dem zweiten Weg, in Glaube. Und dadurch machen wir alle unsere Pyromantie-Sprüche stärker. Wodurch wir allgemein vielleicht, was Magie angeht, stärker wären als der erste Weg. Dafür haben wir halt kein Backup. Also entweder so ein richtiger Magier, der dann auch mehrere Magieschulen hat, also Zauberei, Hexerei und Pyromantie. Oder halt so ein Mischmasch-Zauberer-Nahkämpfer-Ding. Ich glaube, das rein Magie wird mir besser gefallen. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall, Pyromantie ist eine sehr schicke Sache. Der einzige Haken, den ich jetzt gerade sehe, ist, an die Fire Seeds zu kommen. Weil wir haben alle aufgekauft, die wir gesehen haben. Und jetzt wüsste ich nicht, wo wir neue bekommen. Im Gegensatz zu den Titanate Chunks und so weiter, die wir ja recht häufig nachgeworfen bekommen. Also es kann gut sein, dass wir recht hart arbeiten müssen, um ein ordentlicher Pyromant zu werden. Im Gegensatz zu dem ersten Pfad, wo wir einfach nur unsere Waffen aufstufen und dann ist gut. Ja, müssen wir dann gucken. Jetzt erstmal eine kleine Pause. Talana darf sich ausruhen. Und ich muss nächste Folge unbedingt daran denken, dass ich alle meine Zauber umstellen muss. Oder ich versuche einfach mal damit weiterzulaufen. Könnte ich auch. Na, mal gucken. Bis zum nächsten Mal.